walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier und herzlich willkommen zu den nächsten goldenen Kistenstandorten. Diesmal auf dem Mond. Und ihr findet die erste goldene Kiste, wenn ihr einfach vom ersten Spawnpunkt aus immer dieser Straße, diesen Spuren hier folgt. Dann findet ihr hier eine abgestürzte Mondlandefähre. Ich weiß nicht genau, was es ist. Mit ein paar Leichen davor. Und direkt hinten dran befindet sich die erste goldene Kiste. Die nächste goldene Kiste findet ihr auf dem Weg in die Bibliothek der Schar. Wenn ihr da diese Treppe runterlauft, von der Oberfläche hier runter und noch weiter um die Ecke geht, dann ist hier die goldene Kiste Nummer 2. Als Belohnung bekommt ihr dann auch ein Emblem, was ihr aber egal in welcher Reihenfolge ihr die Kisten findet, auf jeden Fall bei der zweiten Kiste dann bekommt. Die nächste goldene Kiste auf dem Mond befindet sich in den Beschwörungsgruben hier bei dem Endgegner. So, wir ignorieren den jetzt aber einfach mal und rennen hier einfach mal durch das ganze Getümmel. Schudududu, hallo, tschüss. So, denn die goldene Kiste befindet sich, den lassen wir auch in Ruhe, hier unten. Am Ende der Plattform, ich mach die mal auf. Na, wenn ich den krieg, so. Und da haben wir ein schönes Chroma-Gelübnis und 209 Glimmer. Und wir widmen uns jetzt mal dem Endgegner. Die Kiste Nummer 4 auf dem Mond befindet sich im Tempel von Crota. Und zwar, wenn ihr in den Tempel reingeht und ein Stockwerk nach unten, wenn ihr mal hier runter guckt, alle, hopp, zack. Oh, ein blaues Armband. Vielen Dank dafür. Und die letzte Kiste auf dem Mond befindet sich in der Mission Öffne das Weltengrab. Auf dem Weg zum Weltengrab, und zwar in diesem Raum hier. Der ist eigentlich voll mit Gegnern, die haben wir mal schnell ausgeschaltet. Und hier unten in der Ecke befindet sich die goldene Kiste. Damit haben wir alle goldenen Kisten auf dem Mond. Und es gibt Gerüchte, dass es auch auf dem Mars welche gibt. Allerdings wird zumindest in der Karte nichts angezeigt. Aber wir schauen mal, vielleicht findet man ja doch die eine oder andere auf dem Mars. Und wenn, dann mache ich ein Video dazu.